13,70 Euro bis 15,40 Euro. Für ein Liter. Ein Liter Getränk. 13,70 bis 15,40. Um ein Professional Hater zu sein, braucht man auch eine gewisse Expertise, Sir. Die meisten Sachen, die es dort gibt, sind ja Sachen, die du so im Alltag nicht isst. Nicht on a regular basis. Level up, baby, let's go. 108. Die Weißwürste lutscht. Bitte? Nein. What the fuck? Das sind die anderen Würste. Die anderen Würste sind die, die gelutscht werden, nicht die Weißwürste. Das sind die anderen. Holy shit. Aber welches Flife mir besser gefällt, Flife Universe oder Flife PC? Also, rein von der Nostalgie her, also ich muss sagen, Flife Universe ist nostalgietechnisch schwierig, weil ich einfach immer noch nicht nach all dieser Zeit, das ist über 2 Jahre, wie gesagt, ist das Game jetzt schon online und ich komme immer noch nicht drauf klar, dass es ein Browser-Game ist, ehrlich gesagt. Es gibt so 2, 3 Sachen, also ich meine, man gewöhnt sich an alles, man hat sich ja auch an Flife PC an Bugs gewöhnt, wo sich andere Leute denken würden, die das Spiel nicht spielen. Junge, wie kannst du ein Spiel spielen, das solche schwerwiegenden Bugs hat oder so? Also bei Flife PC wäre das allen voran dieser Disconnect, wo du ein Power-Up aktivierst mit über 1 Tag Laufzeit und wenn du drüber fährst mit der Maus, hast du einfach Disconnect und musst das Spiel neu starten. Solche Sachen zum Beispiel. Da würden sich andere Leute, die das Spiel nicht spielen oder das Spiel nicht kennen, würden sagen, Junge, wie kannst du sowas nur spielen? Bist du bescheuert? Aber man gewöhnt sich halt, wie gesagt, leider an alles. Und bei Flife Universe ist halt das Problem, da gibt es genau 2 Sachen, die mich extrem abfacken, die nur existieren, weil es ein Browser-Game ist. Einmal das Capture, was ich halt einmal die Stunde mindestens bekomme. 5, 6 Mal am Tag, wenn ich spiele, kriege ich ein Capture mit Bildern. Super nervig, auch schon voll oft deswegen gestorben. Erregt extrem auf und es ist komplett unnötig, weil Bots und Cheater gibt es trotzdem in dem Spiel. Also es hindert Leute gar nicht am Cheaten. Also steht dann dabei, wir müssen jetzt überprüfen, ob du ein Mensch bist. Bitte füll das Capture aus, damit wir Cheats und Bots dadurch verhindern können. Aber es gibt halt trotzdem Leute, die cheaten, es gibt trotzdem Bot-User. Und da fragst du dich ja dann schon, ja, was bringt dann das Capture überhaupt, wenn die Leute trotzdem cheaten und botten können? Fühlt man sich halt sowieso ein bisschen verarscht. Und halt, wie gesagt, dann stirbst du auch nochmal wegen sowas. Und was mich in letzter Zeit tatsächlich extrem aufregt, ist, wenn ich F3 zu oft hintereinander drücke oder kurz gedrückt halte, dann kommt immer diese dämliche Suchleiste im Browser und man kann das nicht deaktivieren. Und das heißt, wenn ich jetzt F3 gedrückt halten würde, kommt oben, das seht ihr dann nicht, aber ich sehe es halt. Und wenn diese Leiste aktiviert ist und ich dann F1 drücke zum Beispiel, öffnet sich die Microsoft Edge Hilfeseite, dann kommt ein fucking Pop-up vor dem Fenster und ich sterbe fast deswegen. Und das sind halt so Sachen, das ist halt nur, weil es ein Browser-Game ist, obviously. Also sowas gab es bei Flife PC zum Beispiel natürlich nicht. Ist ja klar, dass es das nicht gab. Und ja. Also für mich persönlich hält sich eigentlich die Wiege. Bei Flife PC habe ich halt viel mehr Erinnerungen dran, viel mehr Geschichte, viel mehr Nostalgie und so, weil ich es so ultra lange gespielt habe. Und da keine Ahnung, wie viele 1000 Stunden gespielt habe. Da hängen halt auch extrem viele Memories dran und so. Deswegen würde ich Flife PC würde ich immer höher raten. Einfach nur aufgrund dessen, selbst wenn das Game objektiv wahrscheinlich sogar wesentlich schlechter ist oder so. Würde ich es trotzdem immer ein bisschen höher raten, einfach wegen der History und so. Ich meine, literally 20 Jahre ist das Game schon online, das ist schon heftig. Das muss man auch mal erwähnen. Neben all den Fehlern und Bugs und so. Und Flife Universe ist halt vom, ja, also von Quality of Life Features gibt es halt viele, die es in Flife PC nicht gab. Aber ich finde halt immer schwierig, wenn du ein 20 Jahre altes Game vergleichst mit einem Game, das 18 Jahre später rauskam. Also Flife Universe 2022 und Flife PC kam 2004 raus. Aber ich meine, ich finde es halt, also ich meine, klar, wenn du 2 Games vergleichst, das eine hat ein Feature und das andere das Feature nicht, okay.
natürlich muss man das erwähnen, oder ist natürlich klar, wenn du sagst, dass eine Feature hat es und andere nicht, es ist so und muss man natürlich erwähnen. Aber ich meine, viele Sachen, ja, waren halt einfach längst überfällig und ich sag mal so, wenn es den Flife Universe nicht gegeben hätte, dann wäre es einfach nur eine absolute Frechheit gewesen. Du releasest so ein Spiel nochmal neu, zusätzlich noch auf einer anderen Plattform, auf einer innovativeren Plattform, HTML5, I guess. Wäre crazy, wenn es von den Features, von Quality of Life und so, nicht mindestens eine oder zwei Stufen über Flife PC stehen würde. Vor allem, weil, wie gesagt, nochmal jahrelang komplett neu dran entwickelt wurde und so. Das wäre einfach nur krank gewesen. Und ja, also deswegen finde ich, kann man da jetzt auch nicht zu viel Credits geben, weil alles andere wäre eine absolute Enttäuschung gewesen. Also wenn Flife Universe innovativ nicht deutlich besser gewesen wäre, wäre es einfach nur ein Schlag ins Gesicht gewesen. Dann wäre es halt einfach nur ein Quick Money Grab gewesen, dass sie quasi nochmal Flife PC einfach auf einer anderen Plattform releasen, ohne irgendwelche Verbesserungen oder so. Und dann wären wir jetzt heute wahrscheinlich auch nicht hier. Oder zumindest wären wir jetzt nicht auf einem FEC-Server mit ein paar tausend Spielern oder so. Weil er dann nicht so erfolgreich gewesen wäre. Würde es dir lächerlich vorkommen, wenn du ein paar tausend Euro in ein Browser-Game reinballerst? Naja, gut, aber ist das so viel besser, wenn es kein Browser-Game ist und du ein paar tausend Euro reingesteckt hast? Ist das so viel besser? Sie haben einfach vergessen, dass wir existieren. Hey, Satoru Kikugawa, wir sind jetzt ja schon beim 18. Loch. Hast du nicht mal so ein Videospiel gehabt? Flife? Flife! Oh mein Gott, wir haben schon Alter, wir haben schon seit 10 Monaten kein Update mehr rausgebracht. Ich habe das voll vergessen, dass das Spiel existiert. Scheiße, Mann. Gut, dass du es sagst, Bro. Aber lass uns erstmal zu Ende golfen, Bro. Lass uns erstmal zu Ende golfen. Danach können wir uns über das Update unterhalten, Bro. True story, by the way. Gutes Spiel, würde ich sagen. Finde ich auch. Flife ist in der Tat ein fantastisches Spiel. Freut mich, dass du das auch so siehst. Die sind so unkreativ. Es gibt einfach ein CS-Bet, das heißt Astria Spirit. Ob das vielleicht nur auf Deutsch so heißt, scheißegal. Du hast ein Astria Spirit CS-Bet. Da wäre es doch naheliegend, man macht eine Quest-Reihe über den Astria Spirit. Gehst zu einem NPC? Hey, Abenteurer, hast du eigentlich schon die Legende von dem Astria Spirit gehört? Es soll ein verfluchtes Kind sein, das hier in den Bergen haust und Reisenden begegnet und sie zu Tode erschreckt. Möchtest du der Sache auf den Grund gehen? Es warten grandiose Belohnungen auf dich. Aber man ist so unkreativ, dass man nicht mal das hinbekommt. I can't, Bro. I can't. Am Ende der Quest kriegst du 30 Tage Astria Spirit zum Ausprobieren. Und halt natürlich noch ganz normale Belohnungen. XP, Penya, Product. Und dann soll es ein Astria Spirit CS-Bet geben. Zumindest 30 Tage, ja. Krasse Belohnung wie 10 A-Pro. Ja, zum Beispiel. Sag mal, was seid denn jetzt eigentlich alle so negativ? Entschuldigung, dass ich einfach laufend Banger-Ideen für das Spiel habe und die einfach nicht umgesetzt werden. Tut mir leid, dass ich so ein Feuerwerk aus guten Ideen bin. Kann das halt einfach nicht kontrollieren.